Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore, dem Rumgeschafe des Jahrtausends. Ja, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute Neuigkeit ist, dieses ganze Prinzip, was wir hier gebaut haben, funktioniert an sich. Ihr hört es schon, wie gesagt, Schafe werden geschert. Und alles passt soweit. Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht. Ihr seht vielleicht schon eines der Probleme, die jetzt auf uns zukommen werden. Denn wir müssen nochmal in die Backdoors. Ja, ich fürchte, da bleibt uns leider keine andere Wahl. Denn wir müssen nochmal etwas abändern. Diese wunderschöne Konstruktion mit den Half-Slabs hier oben auf dem Dispenser drauf, die ist ja schön und gut. Aber wenn das bedeutet, dass die Möglichkeit herrscht, dass Wolle auf diesen Slabs landen kann. Also hier kommt schon Wolle an, man sieht schon, es funktioniert ja. Aber wenn Wolle da landet, dann ist das Kacke. Das darf nicht passieren. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Das müssen wir nochmal gerade biegen. Und ich würde mal sagen, das machen wir auch sofort. Bevor wir jetzt die nächsten... wobei hier diese beiden, die jetzt hier noch rumrennen, die möchte ich jetzt eben doch nochmal... Komm, die schieben wir jetzt nochmal rein. Die bringen wir jetzt nochmal rein. Und die da hinten, die haben wir da auch noch rum. Ja, die lassen wir da oben erstmal. So, Freunde, ihr müsst hier rein. Zack. So, wir müssen eh in die Backdoors. Also... Nein, 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 wo... Ja, je weiter wir kommen, umso anspruchsvoller könnte das hier werden. Sag mal. Sag mal... Dankeschön. So. Genau, wir müssen in die Backdoors, wir müssen Glas holen. Und wir müssen, wie gesagt, das Ganze durch Glas ersetzen. Das heißt, wir brauchen zwei Stacks Glas. Die Minecarts funktionieren perfekt. Die gehen ja auf beiden Seiten durch. Das Minecart loopt hier perfekt durch. Ich habe hier ein paar Blöcke reingesetzt, dass die Schafe, die hier dann hier draußen rumdödeln, dass die da nicht langlaufen. Und ja, wir arbeiten uns jetzt hier langsam immer Stück für Stück durch. Ich muss dann hier zwischendurch mal gucken, welche Glasfarben das noch sind. Aber ansonsten ist der Plan für jetzt erstmal gefestigt. So. Ich brauche die Elytras. Wir müssen jetzt Glas holen. Wir müssen hier das drinnen nochmal umbauen. Und ich habe überlegt, ob man das irgendwie noch so machen kann, dass man die Dispenser vielleicht erweitert. Allerdings ist das eher eine Sache für... Ja, ihr seht halt, es werden, beide Schafe werden schon getroffen. Zwar nicht jedes Mal, aber meistens. Was man da noch ändern könnte, ist, dass man die Redstone-Leitungen noch erweitert an die anderen Blöcke. Das geht. Da könnte dann sogar ein einziger Button theoretisch sogar dafür sorgen, dass alle einmal abgebaut werden. Das ginge auch. Aber so wie es jetzt läuft, läuft es ja auch ganz okay. Ja, das muss man halt sehen. Es muss halt immer ein Schaf in Dispenser Range stehen. Das heißt, hier würde jetzt theoretisch in Abfrage wahrscheinlich nur das... das Schaf hier gleich abgeerntet werden. Das hat zwar keine Wolle. Das heißt, der wird wahrscheinlich failen. Ich guck mal, was der abbaut. Genau, der failt dann halt. Kann man nicht viel machen. Natürlich kann man jetzt, ich könnte jetzt noch mehr Dispenser aufstellen und dann da auch noch Scheren reinballern. Das ist kein Problem. Das, ja, vielleicht machen wir das. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Einen Moment mal eben. Ja, ich habe gerade aus Versehen mein Mikro umgestoßen. Ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, irgendwas am Regler. Ich muss mal in die Folge reinhören, ob sich da was Signifikantes verändert hat.
von meinem Sound her. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht anhöre wie ein komischer Freak. Falls doch, dann genießt eine Folge lang die Freakshow. Oder so. Ja. Ich muss unten nochmal gucken, wie ich das möglicherweise Redstone-mäßig nochmal abändern kann. Aber das ist wahrscheinlich schwierig. Nee, das würde nicht klappen, weil wie gesagt, wenn theoretisch Mob-Griefing an wäre, dann würde das Nachwachsen des Grases schwerer sein. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ob man dann diagonal Gras wachsen lassen kann, das heißt, dass unten Grasblöcke stehen. Das wäre vielleicht eine Variante. Aber ich werde das jetzt, glaube ich, so auch erstmal komplett durchziehen. Weil es ist halt, es läuft einfach. Also, es funktioniert, es läuft, es macht das, was es soll. So, und dann irgendwie hier die kleinen, so kleine Sachen, wo dann halt mal einmal ein Schaf nicht mitgenommen wurde oder so, das muss dann jetzt einfach auch erstmal nicht sein. Und ich glaube, wir können die Kammern trotzdem noch erweitern. Ich glaube, wir können dann da drin trotzdem immer noch Schafe einfach nachzüchten zwischendurch. Wie ich das allerdings mache, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie über die Backdoor, natürlich. Das ist immer die Möglichkeit, das über die Backdoor zu machen. Aber... Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Es bleibt erstmal bei 2 pro Kammer. Und ich muss jetzt erstmal Glas holen. Ich muss jetzt Glas holen. Aua. Bin schon mal besser geflogen. Ich muss jetzt auf jeden Fall Glas holen. Und dann müssen wir... Ich bin mal gespannt. So, wir hatten jetzt 21 in der Kiste. Während ich jetzt weg bin, müsste der doch bestimmt so mindestens 6-7 Wolle auch... Was ist denn jetzt hier los? Okay. Was zum? Kann es sein, dass ich irgendwie zu viel Entities aktiv habe oder so einen Scheiß? Weil irgendwie hat der gerade echt ein Problem hier, keine Ahnung. What the fuck? Moment, Leute, ich starte mal kurz die Welt neu. What the fuck? Also, was ist denn hier heute los, ey? Ich baue doch nur eine Schafsfarm. Was geht denn hier mein ganzes Spiel gleich kaputt? Was ist denn hier los? Sag mal. Sag mal, Minecraft, was machst du denn hier, Mensch? Geh mir doch nicht kaputt, du. So. So, ich glaube, das Thema mit den Rails hat sich erstmal erledigt. Alter, was ist hier los gerade? Was zum... Der ist hier gerade massig überfordert. Was ist hier los? Okay. Der ist gerade massig überfordert hier mit Sachen. Keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwie da vorne ist... Was ist denn da vorne? Warte mal, was ist denn da? Ist da irgendwas passiert? Hä? Was ist denn hier los? Wieso leckt das hier so krass? Ach so, weil hier gerade Dorftreff ist oder was? Deswegen? Möglich. Weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, der hat hier irgendwie ein bisschen Problems mit Entities gerade. Kann das sein? Vielleicht muss ich irgendwie mal doch einen Mod rausmachen oder so. Vielleicht ist das irgendwas mit diesem Entity-Cooling oder so. Weil das ist irgendwie doof, dass der mir hier anfängt, jetzt Kisten unsichtbar zu machen und so weiter. Das mag ich nicht so gerne. Das mag ich nicht so gerne. Das ist eher weniger cool. Ist jetzt auch nicht dramatisch, aber das ist nicht cool. Muss ich ja zugeben. So, warte mal.
Welches, damit die beiden Schafe da mal wegkommen. Was ist das hier für eine Farbe? Grün. Dann kommen die beiden Schafe hier rein. Die grünen. Grün. Und grün. So. Mitkommen. Ja. Ja, ja, ja. So, und jetzt müsst ihr da bitte rein, ihr beiden. Nummer 1. Ich weiß, die Landung ist nicht schön, aber das muss halt sein. Ihr brecht euch dabei auch nichts. Ihr verstaucht euch nur kurz den Fuß. Das heilt dann nach 10 Stunden wieder aus. Dann geht's euch wieder gut. So. Also. Genau, die sind jetzt hier drüben. Wunderbar. Ich möchte jetzt mal wissen, hat die Farm hier weitergemacht, als ich drüben war? Ich würde fast schätzen, ja. Ich würde beinahe schätzen, ja. Das ist doch erfreulich. So, kann es sein, dass Minecarts eigentlich dauerhaft Chunks loaden? Und dass es deswegen auch einfach funktioniert? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Vielleicht? Vielleicht? Weiß nicht. Kann sein. So. Folgende Sache werden wir jetzt tun müssen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier unten rein. Moment. Dazu gehe ich mal nochmal durch leere Container hier hinten durch. Glaube ich. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, hier irgendwo gut reinzukommen. Ja, aber das reicht, wenn ich von hier vorne einmal reingehe. So, wir müssen nur einmal nach hier hinten. So, und das muss jetzt alles einmal durch Glas ersetzt werden hier. Auf allen Seiten. Einmal alle Stellen, dann machen wir eben hier alle mal auf. Und dann machen wir jetzt gleich mal... Hier geht mal die Wolle her. Das hier wird jetzt das letzte Mal sein, dass das passiert. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die Schafe mir nicht entwischen. Unglaublich. Unglaublich. Shit. Ha! So. Boah. Ey. Was ist das? Meine Güte, ey. Ich weiß, dass das unangenehm ist, hier drin zu sein, aber... Ihr leistet einen guten Job. Und... Ihr werdet auch gut bezahlt, versprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie bezahlen kann. So. Haben sie nicht gehört. Nein, das haben sie nicht gehört, Leute. Ich habe die Wand vorher reingebaut. Die können nicht einfach durch Wände hören. So. Also. Hier muss jetzt überall einmal... Oh Gott, der wird mir die Slaps hier gleich abziehen, glaube ich. Aber nicht so schlimm. So, hier war Glas drin. So, ich muss mir merken, ich muss hier einmal dann gleich durch, wenn das Glas drin sitzt. So, und dann, wie gesagt, nach der Terrakotta... Nach der Terrakotta-Tour... Oh, what the fuck? Was ist das so schwer zu sagen? Nach der Terrakotta-Tour. Nach der Terrakotta-Tour. Es geht voll komisch irgendwie... Warte mal. Nein, was? Wieso habe ich das vergessen? Nein. Nein, 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 nein. Nicht vergessen. Nicht ver... Wobei... Ah, ich weiß nicht, wie das mit dieser scheiß Backdoor funktionieren soll. Ich weiß es nicht. So. Das hier hin. So. Ja, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es nicht genau. Kann man Schafe von... Kann ich die von oben dann füttern? Ich kann hier immer kurz so Löcher reinmachen, hier oben dann immer. Das ginge. Dann könnte ich die irgendwie füttern, aber... Ja, guck mal, ist ein Slabs. Aber es funktioniert wunderbar. Es funktioniert wunderbar. Also wenn ich mich hier wirklich mal so für, weiß ich nicht, 3-4 Stunden reinstelle, dann haben wir, glaube ich, wirklich stackweise Wolle von jeder Farbe. Irgendwie so mindestens ein Stack. Also das wird schon sehr schön. Sehr schön praktisch. Freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. So. Dann. Ah ja, genau. Die andere Seite müssen wir ja auch noch machen. Ich vergaß. So. Achtung, Musik. Weg. Ist auch vorbei. Nee. Für diese wunderschöne Runde hier werde ich aber einmal kurz den wunderschönen Zaubermodus anschmeißen. Das heißt, einmal... Was? Achso. Das heißt, einmal... Moment, natürlich erstmal ganz spannende Area hier. So. Fertig. So, Rest wird unspannend. Also, ich mache hier kurz fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Da ist auch die Musik wieder. Hallöchen. Fertig. So, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber dieser Change, der musste leider sein. Weil das Problem ist nämlich, wenn wir diesen Change nicht gemacht hätten, hätten wir jetzt tonnenweise Schafe gehabt, die einfach wir hätten jetzt einfach tonnenweise Wolle gehabt, die nicht mit transportiert geworden wäre. Jetzt wird alles transportiert. So. Der nächste Schritt wird jetzt erstmal sein, jetzt geht es erstmal weiter mit den Schafärschen. Also, Freiwillige vor. Gleich direkt 2. Perfekt. So. Ich muss allerdings erstmal gucken, welcher Farbe ich euch zuteile. Das wird die hier sein. Und das ist Lime Stained Glass. Das heißt, ihr beide werdet Lime sein. Lime und Lime. So, und ihr kommt bitte mit. Guck mal, der geht schon hoch. Der ist vorbildlich. Der weiß, was er zu tun hat. So. Freundchen, komm mit, bitte. Hierhin. So, und jetzt bitte rein da. Rein da, rein da, rein da. Dankeschön. Und du kommst zurück. Hier vorne. Da rein. Da. Da. Da, da, da. Da. So. Und zumachen. Dann ist die nächste fertig. So. Das müssen wir jetzt machen, bis wir hier alle Farben einmal durch haben. Und dann... Wenn ihr nicht kooperiert, wisst ihr Bescheid. So. Nein, das war nicht euer Kumpel. Das war ein anderes Schaf. Der hat hier nicht gearbeitet. Nein, hat er nicht. So. Diese 5 Klar, warte mal, ich pack mal hier. Pack ich hier was rein? Das ist mir jetzt erstmal egal. Ich glaube, das ist mir erstmal egal. Ja, dann machen wir es jetzt erstmal Stückchen für Stückchen hier durch. Holen wir die nächsten mal raus. Du bist draußen. Jawohl. So. Was bist du? Nein. Ich sagte, was bist du? Blue Stained Glass, also Lapis Lazuli. Blue Dye. Bläh, wo gehst du hin? Hier geht's lang. Hier nach oben, bitte. Danke sehr. So. Genau, der ist auch schon da. Hier.
Ich bin mal gespannt, wie das ist mit denen, die dann weiter weg sind. Das wird gleich ein bisschen mehr tricky. Ich könnte sie auch mit Getreide hier hochlocken, das geht auch. Aber, wobei mit Getreide wäre es, glaube ich, echt einfacher, ne? Weil dann muss ich die nicht so doof schieben die ganze Zeit. Theoretisch. So. Ich muss auch noch gucken, ob das Minecart hier immer hinterherkommt mit der Abladung. Das sieht bisher gut aus. Boah, wie viel schon, ne? So für diese bisschen Zeit, wo die jetzt so läuft. Ja, und es sind auch noch nicht mal alle Wollekäfige aktiv. Also sobald hier alle aktiv sind, geht hier aber, glaube ich, richtig Lutze ab. Möchte auch gleich mal gucken, ob dieser Bug nochmal kommt, wenn man drüben hinfliegt zum Dingens. Warte mal, das will ich jetzt mal eben gerade gucken. Ich möchte mal gucken, ob dieser Bug jetzt nochmal kommt oder ob das jetzt ein einmaliges Ding war. Weil das kann wirklich irgendwie ein Problem mit Entities sein. Weiß ich nicht. Das kann aber auch mit der Mod zusammenhängen. So, ja, aber wir haben jetzt hier... Guck mal, wir haben hier wieder richtig Performance-Probleme. Aber diesmal deletet der die Kiste nicht. Aber warum habe ich denn jetzt hier auf einmal so Probleme, Alter? Ich habe jetzt hier auf einmal nur 27 FPS. Das war vorher nicht so krass. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Muss ich vielleicht mal schauen. Keine Ahnung, kann irgendwie ein Problem... Vielleicht muss ich einfach Minecraft mal neu starten oder so, ich habe keine Ahnung. Wird sich wohl zeigen. Okay, Leute. Ich fliege jetzt zurück zur Schafsfarm. Und dann machen wir da mal... Aber was ist denn hier neuerdings? Das könnte auch sein, dass das hier wieder zu viele Eisengolems sind. Ich fürchte, ich muss hier demnächst ein paar Eisengolems umbringen. Weil vielleicht werden das langsam hier echt doch zu viele. Keine Ahnung. Oder ich ziehe schon mal ein paar nach da hinten um. Können wir auch machen. Okay, aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Denn für die Folge ist erstmal Feierabend. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.